große Feind der Wissenschaft ist nicht der Irrtum, sondern die Faulheit. Caramella, weißt du, dass du nichts weißt? Ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, dass ich nichts wissen kann, dass ich auch nichts weiß, aber ich möchte wissen. Ich möchte wissen, wo ich hier bin und was das alles ist. Wir sind im Archäologiemuseum von Bozen, in der Ausstellung Mysterix. Ausstellung Mysterix? Das klingt aber geheimnisvoll. Kann ich hier zaubern lernen? Nein, aber forschen wir ein Archäologe. Ein was? Ein Archäologe, das sind Experten für Ausgrabungen. Wir sind das Forscherteam von der Grundschule Siegen. Hier gibt es 7 seltsame Funde aus der Zeit der Räter und Römer. Oh, ja, forschen wie ein Archäologe. Los! Oh, spielst du Sand am Meer? Caramella, mit dem Pinsel schieben wir den Sand zur Seite. Aber ganz vorsichtig, wie die Archäologen. Nicht zudecken, freilegen und... Würfelsteine! Spielsteine aus Knochen. Ja, die Römerkinder spielten gerne. Schau, welche Spiele wir heute noch kennen. Spiele der Römerkinder, die wir heute noch kennen. Hui! Spielst du mit? Ich spiele mit Schokoladen-Smarties. Halt, Caramella, das sind Spielsteine aus Glas. Die Römerkinder spielten Mühle. Ja, so wie meine Oma mit uns gespielt hat. Das Spielbrett war in den Fußboden der Häuser eingeritzt. Sehr praktisch. Einfach hinsetzen, spielen und nicht aufräumen. Caramella, komm! Oh, ja. Hey, Freunde, worum geht es hier? Was ist los? Oh, Nüsse! Hier gibt's Nüsse zum Essen. Du nimmst 4 Nüsse, diese werfen wir nacheinander. Je nachdem, wohin die Nuss fällt, bekommst du Punkte. Hier bekommst du 5 Punkte, hier 4, hier 3, hier 2 und hier oben einen Punkt. Caramella, spiel mit. Gerne. Nicht alle auf einmal. Oh, Entschuldigung. Römische Familie und besuchen die Raststation Manzio. Ja, Caramella, diese Spiele wurden in St. Lorenzen bei Bruneck gefunden. Eben dort, wo die große Raststation war. Oh, dann war Manzio eine wichtige Raststation, wenn die Römer über die Alpen gingen. Erraten! Archäologen finden einzelne Mosaikteile und legen sie zusammen. Oh, das
Du, und was erzählt dieses Bild? Die Kinder spielen Wagenrennen mit Gänsen. Solche Bilder erzählen uns, wie die Menschen damals lebten. Wagenrennen mit Gänsen. Die hatten Ideen. Ich gehe weiter schauen, was ich noch so Rätselhaftes finde in der Mysterix-Ausstellung. Schlüssel der Macht. Karamell ist eingesperrt. Wir müssen ihr helfen. Das ist eine rätische Haustür, dafür brauchen wir einen besonderen Hausschlüssel. Wieso brauchten die Räder einen Hausschlüssel? Jedes rätische Haus konnte die Tür schließen, damit kein Dieb die tollen Sachen stehlen konnte. Auf Entdeckung! Deine Mama schon mal den Hausschlüssel gegeben? Ja, und dabei habe ich mich sehr wichtig gefühlt. Dann hatten also die Kinder den Hausschlüssel der Räder. Falsch, Karamela. Die Frauen hatten den Schlüssel und hatten die Macht im Haus. Tritt ein in meine Höhle und beschreite die 7 Stufen der Erleuchtung. Ja? Hallo? Hallo, Karamela da. Ja. Was? Wie? Hä? Du, was erzählt der da? Psst, der erzählt von diesem Stein da drüben. Ui. Aber sehr mystisch. Sieht aus wie in einer Kirche. Fast, das ist ein Altar aus der Römerzeit. Er erzählt den Mithraskult. Sie haben den Stein in einer Höhle bei Mars gefunden. Der Stein war bunt. Karamella, forsche, welches Teil wohin gehört. Karamella! Wunderbar, es ist geworden. So hat das Bild wirklich ausgeschaut. Komm, malen wir das Bild dann, so wie wir es wollen. Jemand hat geheimnisvolle Zeichen in den Stein gemeißelt. Was das wohl bedeuten könnte? Karamella, rate, was auf diesem Stein steht. Tja, das ist sowas wie griechisch, kyrillisch. Ich würde sagen, eine geheime Mondschrift. Schrift ist richtig.
Das ist die Schrift unserer Vorfahren. Rätisch. Rätisch? Klingt wie Rätselraten. Carmela, rate, wie der Mensch aus Sieben Eich geheißen hat. Herein spazier. Carmela, wir haben die Buchstaben der Runenschrift nachgezeichnet. Ja, wunderbar. Freunde, suchen wir die Buchstaben und ihre Laute. So hieß der wichtige Mann aus Siebenei. Und jetzt schreiben wir Carmela auf Rätisch. K. Ja, mach dir das. Wir gehen mit Carmela weiter. Forscherteam auf Forschungsexpertenreise. Versunken im Moor. Hier ist es aber unheimlich. Wir kommen jetzt auch in das Geheimnis der Moore. Früher warfen die Menschen wertvolle Dinge ins Moor. Diese sind bis heute gut erhalten geblieben. Schau, was in den Mooren von Europa gefunden wurde. Ein Kopf, Schmuck, Waffen, Figuren und Schuhe. Schau, das wurde bei uns in Arntal gefunden. Oh, Kochtöpfe? Nein, Riesenschuhlöffel. Nein, Carmela, das sind Schaufeln. Wir denken, dass unsere Vorfahren damit spielten, kochten, in der Erde gruben. Freunde, und woher wisst ihr, wie alt diese Schaufeln waren? Du erkennst das Alter der Bäume an den Baumringen. Carmela, die Holzschaufeln sind aus Holz und auch da gibt es Baumringe. Schau ins Mikroskop. Oh, jetzt sehe ich die Ringe von den Holzschaufeln viel besser. Ziemlich gut. Hier vergleichen wir die Ringe der Holzschaufeln. Mit den Ringen der Bäume von damals. Und so wisst ihr, wie alt die Schaufeln waren? Ja. Interessant, gescheit, diese Archäologen. Hey Freunde, warum haben die Menschen von damals Gegenstände ins Moor geworfen? Weil es so geheimnisvoll war. Oh. Sie wollten den Göttern bis in die Ewigkeit Danke sagen. Ah, so. Carmela, was würdest du ins Moor werfen? Meine Nase? Nein. Meine Schuhe? Nein. Meine Kappe? Nein. Ich weiß es nicht. Am besten schaue ich mal weiter, was es in der Ausstellung gibt. Wein und Spiele. Was ist deine Rippenzyste? Rippenzyste? Ja, das ist die Rippe von einem Dinosaurier. Ein Bronzeeimer. Zum Kochen, zum Wäschewaschen. Für ein gutes Getränk bei Stammesfest, so wie bei Obelix. Ui, und woher weißt du das? Schau auf die Zeichnungen und sie erzählen, wie das Fest gefeiert wurde.
wir verzieren unsere Sidula. Sidula? Was Sidula ist heißt dieser besondere Bronzeimer. Rate, was dieses Bild erzählt. Ein Autorennen. Beinahe, früher waren es Wagenrennen. Wie kamen diese Bilder auf den Eimer? Frag den Schmied. Ich bin der Schmied, Bedame, ich mache die Bronzeeimer. Wie machst du die Bronzeeimer? Bronze ist eine Mischung aus Zinn und Kupfer. Ich nehme ein Blech und das Blech mache ich mit den Nägeln Figuren rein. Und dann? Hämmere ich mit dem Hammer den Eimer rund. Fehlt noch was? Ach ja, die Henkel muss ich dran machen. Hier, klopfe dein eigenes Bild. Du meinst, so klopfen, wie der Schmied beim Bronzeeimer die Bilder macht. Oh, das dauert aber sehr lange. Herr Schmied, machen Sie für mich weiter. Ich forsche weiter durch Mysterie. Tränen der Götter. Carmela, welcher Edelstein ist kein Stein? Der Zahnstein, der Fußstein, ich weiß es nicht. Kennst du den Bernstein? Nein, was ist das? In der Zeit von den Dinosauriern gab es in Europa einen riesigen Urwald. Aus den Nadelbäumen floss Harz heraus. Das trocknete an der Sonne und versteinerte. Aha. Bernstein kannst du am Filz reiben und elektrisch aufladen. Und hat Bernstein noch eine andere Funktion? Ja, er ist heilsam für Kleinkinder, wenn sie Zähne bekommen. Oh, Bernstein, ein heilender Stein. Bernstein wurde oft am Strand gefunden. Schon unsere Vorfahren machten viele Kilometer für diesen besonderen Edelstein. 1945 Kilometer. Wenn wir fleißig gehen, schaffen wir das auch. Oh, dann gehen wir die Bernsteinstraße wie unsere Vorfahren. Das war aber ganz schön anstrengend. Weil ich mir vorstelle, von hier bis Norddeutschland zu Fuß zu gehen. Oh. Vielen Dank, liebe Freunde. Wenn ihr mehr über die Ausstellung wissen wollt, dann kommt und schaut euch Mysterix an. Werdet Forscherinnen und Forscher der Archäologie. Vielen Dank, liebe Freunde, für das tolle Abenteuer. Auf Wiedersehen!